unserer Veranstaltung beginnen. Ja, herzlich willkommen hier in diesem wunderschönen Pingouissant-Bau zu unserer Veranstaltung Faire Schulklasse. Schön, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei dieser Veranstaltung dabei waren. Normalerweise sitzen hier hunderte Kinder, die Luft vibriert, gleich sind, also kurz vor den Schulferien. Man weiß gar nicht so richtig, kommt man noch zur Ruhe, will man eigentlich noch zuhören? Also es ist so eine ganz besondere Stimmung eigentlich immer bei dieser Preisverleihung Faire Schulklasse. Dieses Jahr müssen wir alles ein bisschen anders machen. Der Grund ist hinlänglich bekannt. Aber ich denke, wenn uns diese Krise was gelernt hat, dann ist es immer das Beste daraus zu machen. Und das versuchen wir heute einfach auch. Der Fairtrade-Initiative Saarbrücken war es wichtig, die Veranstaltung trotz allem stattfinden zu lassen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir natürlich das Engagement der Schülerinnen und Schüler, die leider heute nicht in der Zahl da sein können, würdigen. Weil die haben viel, viel geleistet in diesem Schuljahr, sich viel befasst mit der Frage, wie kann unsere Welt gerechter werden, wie kann ich mein Kaufverhalten, mein Konsumverhalten vielleicht so ändern, um dazu beizutragen. Und zum anderen ist es der Fairtrade-Initiative aber auch wichtig, gerade in dieser Krise die globale Gerechtigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren, weil viele Punkte sich zeigen, dass sich gerade dadurch das Ungleichgewicht auf unserer Welt noch weiter verschärfen könnte. Und da gilt es, die Augen offen zu halten. Wir freuen uns, dass die Bildungsministerin Christine Streicher-Kliwo die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen hat und freuen uns auf das Grußwort von Staatssekretär aus dem Bildungsministerium Jan Beneditschuk. Vielen Dank. Ich bitte Sie nach vorne. Wir halten auch hier die Abstände ein. Und da kommt auch ein Mikrofon zu Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Türk. Desinfiziert natürlich. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Pingouissant-Gebäude. Das ist auch ein ganz besonderer Ort. Das ist nämlich der ehemalige Dienstsitz meines Ministeriums, des Ministeriums für Bildung und Kultur. Und ich sage mal dazu auch des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Entwicklungszusammenarbeit, weil das gehört ja auch zu unserem Portfolio. Und deswegen sind wir es ja auch, die gemeinsam mit Ihnen, der Fairtrade-Initiative Saarbrücken, dafür bin ich auch sehr dankbar, diesen Preis heute, diese Auszeichnung zum 10. Mal verleihen können. Also wir feiern heute auch ein Jubiläum, 10 Jahre, und freuen uns auf weitere 10 Jahre. Das muss ja auch nachhaltig sein. Wir stehen jedenfalls bereit dazu, ich denke Sie auch, weil es eine ganz tolle, nicht nur Aktion ist, die man einmal macht, sondern eben auch den Wert, den wir der nachhaltigen Entwicklung beimessen, auch widerspiegelt, weil es auch darum geht, dass junge Menschen sich halt mit den wirtschaftlichen Beziehungen, früher hieß das mit den Drittweltstaaten, heute reden wir anders, also das Nord-Süd-Gefälle ist immer noch da, aber es geht wirklich darum, uns als Teil einer Gemeinschaft, einer weltweiten Gemeinschaft zu begreifen. Und wir reden jetzt alle naturgemäß leider, und die Veranstaltung heute findet auch unter Corona-Bedingungen statt, eben über diese Pandemie. Und wir sind noch mitten in dieser Phase, wo sich vieles geändert hat, wo aber auch noch mal deutlich wurde, dass die Welt Erdball umspannend zusammengehört, dass die Welt sich gerade, unsere Erde, auch mit einer gemeinsamen Herausforderung, einer Bedrohung beschäftigen muss und diese Pandemie natürlich auch ein Schlaglicht darauf wirft, wie wir als Weltgemeinschaft mit dieser Herausforderung umgehen. Und leider hat sich natürlich auch unter der Pandemie gezeigt, dass eben die Welt nicht einheitlich ist, dass es noch sehr viele Unterschiede gibt, auch in der Kapazität von Staaten, eben mit dieser Herausforderung umzugehen. Das hängt natürlich mit wirtschaftlichen Strukturen, mit Leistungsfähigkeit zusammen und spiegelt nochmal eindrücklich wider, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, und die Schulen, die heute vertreten sind, symbolisieren das wirklich auch mit ihrem Engagement, mit ihrem Tun. Fairer Handel ist halt ein wichtiger Ausschnitt aus der nachhaltigen Entwicklung. Wir zeichnen ja als Ministerium, das habe ich letzte Woche getan, auch Schulen der Nachhaltigkeit aus. Wir zeichnen heute insgesamt 55 Klassen aus als faire Klassen, und ich sagte eingangs, das gehört auch zusammen. Ja.
Das ist ein Teil derselben oder eine Seite derselben Medaille. Und Medaillen wird es ja im übertragenen Sinne dann auch gleich regnen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes 55 Auszeichnungen. Und ich konnte das fast nicht glauben, als ich das eben gelesen habe, dass das 55 Schulen von 61 oder 55 Klassen von 61 Klassen bundesweit sind. Also wenn wir als eher kleineres Land überall diesen Anteil hätten, bundesweit betrachtet, könnten wir uns glücklich schätzen, aber hier ist es wirklich so, also nochmal mein ganz großer Dank, Kompliment auch an das Engagement. Und ich habe auch gesehen, dass wir nicht nur saarländische Klassen auszeichnen, sondern auch ein College aus Metz, ich weiß nicht, ob Sie vertreten sind, und das freut uns ganz besonders, dass das nicht nur ein bundesweites, ein saarländisches Projekt ist, sondern ein grenzüberschreitendes Projekt. Und wir haben ja, und wir sind hier, ich sagte es eingangs, im Pern-Guisson-Gebäude, unserem ehemaligen Dienstsitz als Bildungsministerium, aber auch der ehemaligen französischen Botschaft im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg, in dieser Phase, als das Saarland ja so einen Zwischenstatus hatte. Und wir haben ja auch, ich erlaube mir mal diesen Schlenker, jetzt in den letzten Monaten der Pandemie auch viel um die deutsch-französischen Beziehungen gerungen. Ja, und ich fand es persönlich bedauerlich, dass man jetzt Grenzen wieder schließen musste, Grenzen, die eigentlich nicht mehr vorhanden waren, in unserem Bewusstsein verschwunden waren, glücklicherweise verschwunden waren, die jetzt wieder aufgebaut worden sind. Und ich kann nur hoffen, und wir werden als Bildungsministerium mit unseren vielfältigen Beziehungen auch zu unseren französischen Partnern alles daran setzen, dass dieser Zustand nicht wiederkehrt, dass aus diesen temporären Barrieren, ganz bildlichen Barrieren mit Absperrungen nicht Grenzen in unseren Köpfen werden, die wir ja alle schon überwunden haben. Also nochmal meinen herzlichen Dank, dass Sie heute auch da sind, und das zeigt nochmal, wie weltumspannend eigentlich auch der Gedanke ist des fairen Handelns. Und ich würde mich freuen heute, ich bin ja noch ein bisschen hier, auch mehr über Ihre Projekte zu erfahren. Ganz konkret, ich habe schon einiges gelesen, ja, den fairen Mangolassi zuzubereiten, den hätte ich jetzt auch gerne hier, aber auch das lässt Corona nicht zu. Und ich würde mich freuen, wenn wir weitermachen können, weil das ist immer nur ein Kulminationspunkt eines Engagements, das sich viel länger erstreckt, als auf einen Tag gerichtet ist. Das, glaube ich, zeichnet Sie aus, dass Sie in den Schulen wirklich sich das zum Thema gemacht haben, wie Sie sich viele andere Themen auch erschlossen haben. Und wir sind ja gerade dabei, auch den Wiedereinstieg ins nächste Schuljahr vorzubereiten. Das ist unsere gemeinsame Herausforderung, dass eben ein solches Projekt, diese vielen Projekte, die wir ja auch jenseits des normalen Unterrichts auch fördern, auch nächstes Jahr möglichst regulär stattfinden können. Wir wissen alle nicht, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben als Bildungsministerium jedenfalls mit Ihnen gemeinsam, mit den Schulleitungen, mit unseren Fachreferaten die Voraussetzungen geschaffen, dass es möglichst regulär weitergeht und dass all diese Projekte auch dann neben dem normalen Unterricht auch stattfinden können. Das würde ich mir wünschen, und dass, wenn wir dann nächstes Jahr zusammenkommen, dass das auch in noch größerer Runde möglich ist, mit weniger Abstand, aber mit gleich viel Engagement. Ich weiß jetzt nicht, wie die Auszeichnung vorgesehen ist. Wir haben eben, Sie hatten mich unterrichtet, dass wir jetzt nicht die Auszeichnung sozusagen im nahen Abstand verleihen, aber es gibt hier irgendwo eine Wäscheleine, glaube ich, da, genau, mit den Urkunden. Wie wir das ein bisschen Corona-konform machen können, damit wir nicht diese Situation haben, wir schütteln die Hand, wir zeichnen aus. Also man muss so ein bisschen querdenken in diesen Tagen, und deshalb haben wir gedacht, jeder nimmt sich seine Urkunde selbst. Wir haben versucht, sie in der richtigen Reihenfolge aufzuhängen. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist. Und dann sieht die Auszeichnung in diesem Jahr eben so aus. Und dann
würde ich sagen, können wir das Programm aufführen. Alles klar. Ich bin auch noch bereit, auch für den Austausch. Genau, dass wir uns auch ein bisschen unterhalten mit den Protagonisten. Vielen Dank erstmal für Ihr Grußwort, Herr Beneditschuk. Wir freuen uns auch, dass Sie auch Verstärkung aus Ihrem Ministerium mitgebracht haben und wollen auch noch Frau Katrin Frey hier in unserer Runde begrüßen, die, glaube ich, bei fast allen Auszeichnungsfeiern dabei war, Landesfachberaterin Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen. So. Ja, Herr Beneditschuk hat es schon angesprochen, wir haben überlegt, wie können wir diese Veranstaltung sicher gestalten. Und Sie haben ja, glaube ich, auch schon alle Regeln verstanden. Wir versuchen, den Abstand einzuhalten. Wenn wir uns hier im Raum bewegen, ziehen wir unsere Masken an und auch in den Situationen, wo wir eben den Mindestabstand nicht halten. Die wir auszeichnen, bitten wir an das Mikrofon, leider auch mit Abstand links außen und mit der kleinen Bitte, das Mikrofon nicht zu berühren. Wenn die Höhe nicht stimmt, dann passen wir das selber an, dass wir auch da uns in keine Gefahr begeben. Ja, und erklärt haben wir schon, wie das mit den Urkunden läuft. Also, dass man die einfach sich abzieht sozusagen. Und Herr Beneditschuk, ich werde Sie schon gleich überraschen, wir starten nicht mit einer Klasse, wir starten mit einem Hort. Und zwar, das ist der erste faire Hort, der Hort der Kindertagesstätte am Schenkelberg in Saarbrücken. Und Frau Laura Himbert ist da. Bitte ich nach vorne. Frau Himbert, kommen Sie ruhig mal zu uns. Weil, wie ich erfahren habe, haben Sie auch in der Corona-Zeit eine besondere Aktion gemacht. Da ging es ums Thema Schokolade. Und Sie haben das Altersheim am Saarbrücker Schloss besucht, richtig? Ja, genau. Wir haben mit den Kindern Grußkarten gebastelt und dann zusammen mit denen das Altersheim besucht. Genau. Ja, genau, natürlich. Mit fair gehandelter Schokolade. Und das war eine schöne Aktion. Da haben sich natürlich die Bewohner im Altenheim sehr gefreut, wenn dann da so eine Kinderschar steht und ihnen dann so ein Geschenk gibt. Wir essen ja alle gern Schokolade. Das habe ich nämlich unlängst mal gelesen, dass die Kakaopreise durch die Decke gehen, Schokolade teurer wird. Aber dass es nicht immer sichergestellt ist, dass ein Teil zumindest des Ertrages dann auch ankommt bei denjenigen, die eben den Kakao auch pflücken dann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir auch darauf achten in den Weltwirtschaftsbeziehungen, dass auch noch was übrig bleibt. Und das ist ja mit den fair gehandelten Produkten auch sichergestellt, dass zumindest ein substanzieller Teil dann eben auch bei denen bleibt, die eben die ganze Mühe damit haben, die wirklich harte Arbeit leisten. Und dann ist es uns, glaube ich, als Verbraucherinnen und Verbrauchern auch etwas wert, dann auch vielleicht mal 10, 20 Cent mehr zu bezahlen für die Schokolade und nicht immer nur auf den Billigpreis 69 Cent die Tafel zu schauen, weil da bleibt im Endeffekt nicht viel übrig. Ohne zu viel zu verraten, dazu kriegen wir nachher noch ein Theaterstück, ein kurzes. Ah, sehr genau. Schön. Thema, da freuen wir uns dann drauf. Frau Himmel, vielen, vielen Dank für Ihr Engagement. Ich glaube, herzlichen Dank. Und wie wir das auch immer mit den Kindern machen, weil wir klatschen immer ganz laut normalerweise und wir freuen uns, will ich auch heute hier Applaus. Vielen herzlichen Dank. Wir gehen an die Grundschule Giesingen. Und die Frau Brausch, die Schulleiterin, und Frau Geil, die Schulelternsprecherin, können sich schon mal auf den Weg machen. Ich habe nämlich ganz viele Klassen aufzuzählen, die dort mitgemacht haben. Die Klasse 1-1, die Klasse 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1 und 4-2. Heißt im Prinzip, bei Ihnen haben alle Klassen mitgemacht, oder? Kommen Sie gerne zu uns hoch. Erzählen Sie uns doch mal, wie kam es dazu, dass Sie wirklich da die ganze Schule motivieren konnten? Eigentlich muss ich sagen, machen wir Nachhaltigkeit. Diese Dinge sind eigentlich sowieso bei uns immer präsent, weil wir eigentlich auch Naturparkschule sind schon ganz lange und auch dieser Fairtrade-Bereich uns immer ganz wichtig war. Und wir haben das eigentlich in Form einer AG im ganzen Jahr gemacht. Und zwar Upcycling war das große Thema. Und was wir jetzt halt eben mal vorhatten, war unser großes Schulfest unter diesem Thema. Und da haben alle Klassen mitgemacht. Es sollten ganz viele Dinge jetzt alte auf neue gemacht werden, damit man damit nochmal was anfangen kann. Und das war mit unser Hauptthema, was wir natürlich jetzt letztendlich aufgrund von Corona leider ein bisschen verschieben mussten, haben dann kleinere Themen in den Klassen gemacht, um das dann nochmal neu anzugehen, wenn das nochmal möglich ist. Es ist ja wieder die ganze Schule dabei. Genau. Wunderbar.
Vielen herzlichen Dank. Ihre Urkunde hängt an dritter Stelle, sehe ich von hier aus, weil ich eine gute Brille habe. Wir machen das auch immer so, meistens hängt nur eine Urkunde, die restlichen werden übergeben. Oder Peter hat es geschafft, alle dran zu hängen. Wir werden sehen, Sie werden alle Urkunden bekommen. Alles klar, für alle Schulklassen hängen die Urkunden hinten dran. Herzlichen Dank und viel Spaß im nächsten Schuljahr. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, sind wir im Landkreis Saarlouis unterwegs. Und als nächstes bitte ich die Vertreter der Grundschule, Professor Ecker Saarlouis, die Klassen 4a und 4b nach vorne. Und die Frau Waschbusch müsste bei uns sein. Und auch die kommt gleich dann nach vorne mit einem Applaus. Frau Waschbusch, Sie haben einen virtuellen Besuch des Weltladens La Tienda in Saarlouis gemacht. Wie sieht denn so ein virtueller Besuch aus? Wir wollten das eigentlich live machen natürlich, aber dann kam uns die Pandemie dazwischen. Und so haben wir Fragen gesammelt der Schüler, die haben die per Tablet aufgesprochen und die haben wir dann an ihre Organisation und La Tienda geschickt und die haben uns ein Antwortvideo zurückgeschickt, das bei den Kindern sehr gut ankam. Haben Sie so gemerkt, dass sich bei den Kindern, die Viertklässler haben ja vielleicht auch schon ein eigenes Taschengeld und sind unterwegs, dass das Kaufverhalten sich geändert hat? Gehen die da jetzt auch hin? Einige der Kinder haben La Tienda schon gekannt und werden da auch weiterhin hingehen. Viele haben auch den Ort in der Innenstadt in Saarlouis erkannt, wo der Laden ist und haben schon berichtet, dass sie da mit ihren Eltern vorbeigehen könnten. Wir gemeinsam als Klasse konnten jetzt aufgrund der Pandemie leider noch nicht hingehen. Das klappt dann hoffentlich im nächsten Schuljahr. Genau. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir bleiben in Saarlouis. Sie gehen an die Grundschule im alten Kloster Saarlouis, die Klassen 4.1 und 4.2. Und die Frau Zimmer müsste da sein, die Lehrerin, die Frau Zenner, die Schulelternsprecherin. Herr Benediktuk, die Schüler dort haben einen virtuellen Besuch einer Kaffeerösterei gemacht. Müssen wir uns mal erzählen, wie sowas aussieht? Ja, erzählen Sie uns mal so ein bisschen. Kaffee ist ja neben Kakao und Schokolade, was wir eben schon angesprochen haben, auch ein wichtiges Thema. Ja, Kindern, weil es ja leider nicht ging, wirklich eine Kaffeerösterei zu besuchen, haben wir dann Fragen gesammelt mit beiden Klassen und haben die dann gestellt und die beantwortet bekommen. Und die Kinder haben sich sehr gefreut über das Video. Ja. Was hat denn die Kinder besonders an diesem Thema interessiert? Ja, wie die Arbeitsbedingungen dort sind, auch so Sachen bezüglich der Kinder. Ja, also welche müssen die Kinder dort arbeiten, in welchem Umfang und wie ist das dann auch im Vergleich hier in Deutschland? Also sie haben ja dann viel erfahren während dem Projekt schon, wie es in anderen Ländern ist und wie ist das denn jetzt in Deutschland geregelt zum Beispiel. Genau. Das kann ich jetzt leider gar nicht sagen, weil ich als Vertretung eigentlich nur hier bin. Also ich habe mit den Kindern die Fragen gesammelt, die eigentlichen beiden Klassenlehrerinnen sind leider im Kreis der vulnerablen Personen, deswegen nicht da. Haben wir es so ein bisschen zusammen gemacht. Ja. Genau, ja. Ah, das Café Plaisir in Saarlouis. Ja. Aber was uns jetzt noch interessiert, was trinken Sie denn im Lehrerzimmer? Konnten Sie sich da durchsetzen? Bei uns wird insgesamt recht wenig Kaffee getrunken. Also ich trinke auch gar keinen Kaffee. Insofern, und im Moment findet ja sowieso gar nichts statt, aber es wäre eine gute Idee, das anzuregen, dass wir dann auch im Lehrerzimmer dann für die, die Kaffee trinken, auch den Fairtrade Kaffee kaufen. Ja, dass dann auch die Lehrerbotschafter sozusagen genau. Für die gute Sache werden. Genau. Vielen herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind und zur Urkunde bitte. Dankeschön. So, jetzt verlassen wir Saarlouis und gehen in den Landkreis St. Wendel. Und da möchte ich begrüßen Frau Eva Henn, das ist die Fairtrade-Beauftragte des Landkreises St. Wendel. Vielleicht können Sie kurz aufstehen, damit wir Sie auch herzlich willkommen, Frau Henn. Und wir starten im Kreis St. Wendel mit der Dr. Walter-Bruch-Schule, dem Kurs 12 Erdkunde. Frau Claudia Forster-Barth ist die Lehrerin. Hallo, herzlich willkommen, Frau Forster-Barth. Herr Benediktschuk,
Am Valentinstag gab es an dieser Schule Rosenkuriere. Lassen wir uns mal erzählen, was das ist. Ja, das war genau eine Aktion im Zusammenhang mit unserem Fairtrade-Aktionskalender in diesem Jahr. Und unser G12, also unser berufliches Oberstufiumgymnasium, hat sich da in besonderer Art und Weise eingesetzt. Und das war halt die perfekte Aktion für alle, die so für jemanden schwärmen und aber das natürlich auch nicht so ganz öffentlich machen können. Und wahrscheinlich kennen Sie das mit den Valentinstagsrosen. Man kann eine Rose bestellen für die beste Freundin, für die besonders nette Lehrerin oder auch für den Schwarm, den man so im Herzen trägt. Und unsere Rosenkuriere haben dann haben die Bestellungen gesammelt und haben eine Karte geschrieben, natürlich auch selbst entworfen, von wem die Rose ist, für wen und von wem und für wen, und haben es dann in den Klassen verteilt. Und das war natürlich eine tolle Überraschung dann, ja, wer schickt mir jetzt eine Rose und wer geht mit den meisten Rosen nach Hause? Und das war eine der Aktionen, die das G11 gemacht hat und unter anderem natürlich auch sich mit den Handelsbedingungen, mit den Einkaufsbedingungen und sowas auch beschäftigt. Ja, ich denke, so eine Veranstaltung wie heute kann auch dazu dienen, dass man vielleicht auch als Lehrerin oder Lehrerin eine Idee mitnimmt, weil das finde ich eine wunderbare Aktion an der Schule und die sich auch ganz leicht umsetzt und die auch so, ich glaube, in dem Alter, genau wie Sie sagen, von wem kriege ich eine Rose und wer schwärmt für mich, vielleicht auch das Thema auf eine ganz sympathische Art und Weise. Ja, und auch nochmal gerne als Anregung hier an die Kolleginnen auch, also das ist ja auch immer, wenn man so eine Aktion plant, das ist für uns selber auch so ein riesen Lerneffekt, mit wem man dann alles so zusammenarbeitet. Also bei uns ist zum Beispiel auch Globus, das ist auch ein Partner im St. Wendeler-Netzwerk, mit auf dem Weg zum Fairtrade-Landkreis, und dann konnten wir die auch ansprechen, können wir über euch die Rosen beziehen, und das war auch für die einfach auch nochmal so ein Push zu merken, da gibt es eine Nachfrage, und auch für die Schüler war es auch der Lerneffekt, wo kriegen wir diese Rosen denn jetzt auch her zum Beispiel. Vielen, vielen Dank, Frau Foster-Barth. Und Sie hatten noch eine Nachfrage? Ja. Es gibt da auch diese Siegel dann für fair gehandelte Rosen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch ganz normales Fair-Trade-Siegel, ja. Und mittlerweile gibt es ja jetzt auch fair gehandelte Blumen, auch gerade Rosen im Discounter. Aber natürlich der Appell an alle, nichts geht ohne Fair-Trade. Vielen herzlichen Dank. Jetzt gehen wir nach Marpingen, an die Gemeinschaftsschule Marpingen, Klasse 8b. Frau Ute Redeker, die Koordinatorin an der Schule, müsste da sein. Herzlich willkommen. Herr Benedito, es ging um Bananen an dieser Schule, was ja wohl auch ein wichtiges Produkt ist in diesem Bereich. Ja, also wir hatten, das war vor der Corona-Zeit noch, da hatten wir sehr viel Glück, die Klasse 8b mit der Mittutorin, die Frau Göttert. Wir hatten uns über faire Schokolade und Kakao informiert. Die Frau Binio von der Fairtrade-Initiative hatte mit den Schülern eine Unterrichtseinheit dazu durchgeführt. Dann im Anschluss hatten die Kinder Schokobananen hergestellt aus fairer Schokolade und die benachbarten Grundschüler eingeladen. Und die Kinder hatten ihre Plakate vorgestellt, ihre Informationen vorgestellt zur fairen Schokolade, und im Anschluss bekamen die Grundschüler dann diese Schokobananen. Also das kam sehr gut an. Und die Bananen waren auch dann Die waren auch fair gehandelt, ja, das waren fair gehandelt, waren alles fair gehandelte Zutaten. Ja, ich habe gelesen unlängst mal, dass also ein großer, ich glaube es war Lidl oder Aldi, eigentlich umstellen wollten auf ausschließlich bio- und fair gehandelte Bananen, und das ist irgendwann wieder eingestellt worden. Was ich nicht ganz verstanden habe, aber wahrscheinlich sind auch die Mechanismen des Marktes wieder dann in den Vordergrund getreten, dass eben diese Preisdifferenz dann von vielleicht 10 Cent pro Kilo eben dann doch zu viel erschien, was ich bedauerlich finde, weil letztendlich ist das der Unterschied, der dann auch bei den Menschen ankommt, die damit dann eben auch mehr Einkommen haben als dann unter den üblichen Bedingungen. Für uns ist ja auch die Preisdifferenz eigentlich nicht so hoch, aber die Auswirkungen sind sehr groß. Ja, das ist dann sehr schade. Ja. Genau, da haben wir schon drei wichtige Produkte des fairen Handels gehört, den Kaffee, den
Kakao, ja, und die Bananen, was auch ganz einfach im Verkaufsverhalten eigentlich umzusetzen ist, bei diesen Produkten darauf zu achten. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Urkunde. Wir gehen weiter in den Landkreis Merzig zum Peter-Wuß-Gymnasium, die Klasse 7a. Und da müsste Frau Winter-Dreher hier sein, das ist die Klassenlehrerin, aber auch die Erdkundelehrerin. Herzlich willkommen, Frau Winter-Dreher. Merzig ist ebenso wie Saarbrücken auch Fairtrade-Stadt, habe ich erfahren. Und Sie haben eine Aktion gemacht, die hieß Fairer Gruß. Also erstmal herzlich willkommen, wir grüßen Sie auch, aber wie sieht denn Ihr fairer Gruß aus? Ja, der fairer Gruß war unser Abschluss von einem ganzen Schuljahr, das wir mit fairem Handel gemacht haben. Und der faire Gruß, da hat jeder Schüler eine Tafel Fairtrade gehandelte Schokolade gespendet und jeweils eine persönliche Grußbotschaft geschrieben. Und das haben wir dann dem Altersheim Klostergruppe in Merzig gespendet. Und die Stadt Merzig, weil es ja eine faire Stadt ist, hat sich noch daran beteiligt und hat noch 100 Rosen dann mit dazugegeben. Das war jetzt in der Corona-Zeit, oder? Das war danach. Also wir hatten das jetzt sehr zeitnah machen müssen. Das war letzten Freitag erst. Und die Bewohner haben sich sehr darüber gefreut, weil das auch so ein Einzugsgeschenk war, weil das ein ganz neues Seniorenheim war, das eröffnet hatte. Und sie waren sehr begeistert. Sehr schön, bringen Sie das faire Engagement in alle Teile der Stadt sozusagen. Genau. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir gehen weiter in den Landkreis Neunkirchen. Wir begrüßen herzlich den Beigeordneten Karl-Heinz Müller. Ein Applaus für den Herrn Müller, schön, dass Sie da sind. Sie haben auch schon mal hier oben gestanden und wir haben eine Auszeichnung gemacht, richtig? Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Wir starten in der Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte mit der Klasse 8b. Und der Herr Nauertz müsste hier sein, das ist der Klassenlehrer und der Biolehrer. Hallo Herr Nauertz. Herr Nauertz, bei Ihnen gibt es einen Verkaufsstand einmal in der Woche. Ist das so wie so eine Art Kiosk, wie man den aus der Schule kennt? Was ist das? Kekse und Schokolade verkauft, alles Fair Trade natürlich und konnten die Schüler dafür begeistern. Auch meine Klasse selbst ist sehr begeistert. Leider mussten wir wegen Corona dann diesen Pausenverkauf aussetzen, aber ich hoffe, dass nach den Sommerferien wieder weitergehen kann mit den Produkten. Wie kam das so bei den Mitschülern an, die sich vielleicht nicht so begeistern für dieses Thema? Also zunächst einmal wurden wir umfassend informiert durch die Frau Bindio, also das sehr gut gemacht. Und teilweise waren wir auch schockiert über die Zustände in Afrika, dass da Kinder Pestiziden ausgesetzt werden. Und dass wir dann, wenn wir diese Produkte kaufen, auch einen Beitrag leisten können, dass eben ökologischer Anbau betrieben wird, das fanden wir alle ganz toll. Und deswegen waren wir schon begeistert auf jeden Fall. Zuerst überrascht und dann wollten wir unbedingt daran teilnehmen. Sehr schön, dann hoffen wir, dass nach Corona-Zeit dieser Bistro auch wieder seine Arbeit aufnehmen kann und dass alles wieder genauso weitergehen kann. Das hoffen wir alle, aber ich gehe mal davon aus, dass es dann nach dem Sommer auch weitergeht mit dem Pausenverkauf. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich schon am Anfang angedeutet habe, als Sie das Thema faire Schokolade und die Schokoladenpreise angesprochen haben. Wir haben nämlich eine Theateraufführung der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen. Das ist die Oberstufe Darstellendes Spiel. Und das ganz Besondere ist, das ist mir eben erzählt worden, wir werden gleich Lara und Tristan auf der Bühne sehen. Die haben dieses Stück vor, während und nach dem Abitur geprobt. Also gestern waren noch Abiturprüfungen und trotzdem so viel Engagement. Fachlehrer ist Herr Jan Kunold, der das Projekt betreut. Und wir konnten eben schon ein bisschen hören, sind sehr gespannt. Aber ich finde, dieses Engagement während der Abiturzeit hätte ich dafür keinen Kopf gehabt, muss ich sagen. Wie wäre es bei Ihnen gewesen? Beachtenswert, ja. Also hätte ich auch nicht gehabt, ja. Es war ja auch dieses Jahr ein besonderes Abitur. Und wir haben es aber alle, glaube ich, gemeinsam gut hinbekommen. Für uns als Bildungsministerium, ich erlaube mir jetzt den Schlenker weg vom fairen Handel, war es wirklich wichtig, dass dieser Abiturjahrgang auch stattfindet mit Prüfungen. Ja, das war ja auch heiß umstritten hier im Land, aber nicht nur bei uns, sondern auch bundesweit.
Und uns war wichtig, dass es am Ende, wenn wir jetzt in 10 Jahren nochmal auf dieses Jahr zurückblicken, dass das nicht ein Corona-Abiturjahrgang war, sondern ein Abiturjahrgang unter besonderen Bedingungen, aber mit einem Abitur, das eben auch diesen Wert hat, den wir alle dem Abitur beimessen, und dass eben auch dann am Ende ein Abiturzeugnis steht, das nicht mit einem Makel behaftet ist. Da darf ich mich auch nochmal hier ganz herzlich bei allen Schulen bedanken, Schulleitungen, Lehrkräften und natürlich den Schülerinnen und Schülern, dass das dieses Jahr auch dann trotz der widrigen Umstände, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Gut, dann bitten wir die Abiturienten und ihren Lehrer, Herr Kunert, nach vorne. Ich glaube, wir müssen ein bisschen umbauen. Vielleicht gehen wir auch in der Zeit einfach, machen wir Platz sozusagen. Ja. Schokolade. Schokolade. Schoko, 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 Schokolade. 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 Inne, mene, mu und raus bist du. Oh Mann, das ist voll unfair. Das ist fair. Das ist unfair. Voll fair. Voll unfair. Das ist fair. Du weißt es schon wieder nicht, worum es hier geht, oder? Hä? Ja, fairer Handel, faire Schokolade, darum geht's heute. Egal, du hast verloren. Also dann, fang an. Dann hol du das Plakat. Bei den Maya war die Schokolade als bitteres Getränk für heilige Rituale vorbehalten und Kakaobohnen waren ein gültiges Zahlungsmittel. Noch bis in die 50er Jahre war Schokolade eher ein Luxusgut. Erst seitdem stieg der Verbrauch sprunghaft an und es sanken die Preise und die Wertschätzung der einst göttlichen Substanz. Hey, von Kinderarbeit hast du gar nichts gesagt. Kinderarbeit? Ja, Kinderarbeit bei der Kakaobohnenernte. Kakaobohnenernte? Ja. Das sind Kindersklaven. Das sind Kinder, die von ihren eigenen Eltern verkauft werden. Davon wusste ich ja gar nichts. Komm her, ich zeig's dir. Schneller! Na los, beweg dich! Na dann wird's heute Abend wohl kein Abendessen geben. Ich hab ja gar keine Chance. Ich würde so gern spielen und in die Schule gehen, aber ich hab keine Chance. Tja, das ist bitte. Apropos bitte. Hier. Die deutsche Schokoladenproduktion bezieht mehr als 50% aus Westafrika.
Gegen 1960 gab es dort noch ca. 16 Millionen Hektar Regenwald. Dieser Bestand ist durch Brandrodung für die Kakaobohnenplantagen und für die Palmölproduktion auf lediglich 2 Millionen Hektar geschrumpft. Es wird grob angenommen, dass ungefähr auf den Kakaoplantagen an die 100.000 Kinder arbeiten sowie 10.000 Kindersklaven. Das sind Kinder, die von ihren eigenen Eltern verkauft werden oder von Schlepperbanden von den Dörfern weggelockt und gefangen werden. Die großen Schokoladenproduzenten wissen das angeblich nicht und geben an, dagegen vorzugehen. Und das war jetzt nur Afrika. Brandrodungen und ähnliche Katastrophen finden weltweit im Rahmen der Schokoladenproduktion statt. Und ich habe gestern noch ganz viel Schokolade gegessen. Oh Mann, da könnte einem ja wirklich die Lust auf Schokolade vergehen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Da macht ja Schokoladenwerbung auf einmal völlig betroffen. Völlig fies. Danke. Du bist der schwarze Fleck auf meinem weißen Hemd. Du bist mein Hochgenuss, auch wenn der Urwald brennt. Du bist das Allerheiligste mir im Advent. Danke für nichts. In meinem tiefen Grau bist du das Schokostück. Trotz aller Brandrodung bist du ein Hauch von Glück. Für Mensch und Umwelt bist du der Galgenstrick. Danke für nichts. Eigentlich weiß ich es ja. Aber wenn Schokolade so billig ist, kann ich einfach nicht anders. Eigentlich weiß ich es ja. Aber genau genommen ist es mir egal. Eigentlich weiß ich es ja, aber ich vergesse es einfach immer wieder. Eigentlich weiß ich es ja, aber dicke Autos wachsen schließlich auch nicht auf Bäumen. Eigentlich weiß ich es ja, und wären das meine Kinder, dann wäre das auch was anderes. Eigentlich weiß ich es ja, aber Afrika ist doch so weit weg. Morgen, Kinder, wird's nichts geben, nur wer hat, bekommt geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Doch ihr sollt nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Schokolade macht Beschwerden und ist auch nicht mehr modern. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist noch nicht so weit. Was machen wir jetzt? Wie, was machen wir jetzt? Ja, wie machen wir jetzt weiter? Hä? Ach, ist ja mal wieder typisch. Alles muss ich machen. Hier, die Lösung. Die ist ja völlig schokoladenverschmiert. Oh Mann! Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir selber eine Lösung finden. Wir könnten das Publikum fragen. Stimmt, ein Publikumsjoker. Nein. Nee. Nee. Mm-mm. Nee. Mm-mm. Nein. Nee. Nein. Nee, oder? Mm-mm. Nein. Die wissen das auch alle nicht. Nee. Mm-mm. Nein. Nee. Mm-mm. Und jetzt? Einer der besten Vorschläge ist, dass der Verbraucher... Hey, das sind ja wir. Eben. Wir entscheiden, was wir kaufen. Ich mit meinem Geld. Mit meiner Schokolade. Mit unserer Schokolade. Ja, und dann kann ich so wie ungünstige oder Dankeschön oder Versuchung jeglicher. Schokolade war. Schokolade ist. Schokolade bleibt. Immer wunderbar. Eben völlig nice. Wenn sie dann auch noch fair ist.
an Tristan und an Jan Kuhnold für dieses Projekt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ich hatte Gänsehaut. Also vielen herzlichen Dank. Nochmal einen kleinen Applaus, um diese, damit wir diese Umbauphase elegant... Schwuppdiwupp. Auch vielen Dank an die vielen Helfer hier. Ja, gerne. Machen wir weiter. Und wir bleiben in Neunkirchen. Wir würden dann nochmal ein... Ihr Mikrofon wird gerade desinfiziert und kommt wieder zu Ihnen zurück. Wir bleiben in Neunkirchen an der Ganztagsgemeinschaftsschule und sind jetzt, da machen auch jede Menge Klassen mit, die Klassen 5C, 6C, 7D, 7E, 10B, die Projektkurse Fairtrade, Jahrgang 9 und das Seminarfach Regionales und Nachhaltigkeit, da können wir vielleicht auch gleich nochmal erfahren, was das genau ist. Und jetzt bitten wir die Frau Pirrung, das ist die Fairtrade-Beauftragte der Schule, nach vorne. Ja, Herr Kuhnold, kommen Sie doch noch mal. Herr Kuhnold, oder erzählen Sie uns so ein bisschen, wie ist dieses Projekt, was uns jetzt gerade hier alle sehr beeindruckt hat, entstanden? Da können wir vielleicht noch zwei Worte zu hören. Fairer Handel ist schon länger Thema und ich habe das Glück, das Fach darstellendes Spiel unterrichten zu können, Theater. Dieses Projekt ist eigentlich im fairen Rahmen des fairen Adventskalenders letztes Jahr entstanden. Wir hatten eine Aufführung hier mit dem Thema, da hatten wir auch 12 Schüler, die alle freiwillig in den Pausen, in der Freizeit, nach der Schule und am Wochenende geprobt haben, nicht während der Unterrichtszeit. Für dieses Projekt, das heute waren, 2 Schüler dieser Gruppe und ja, wurde mit viel Begeisterung und Spaß und viel Engagement von den Seiten der Schüler wirklich getragen. Ja, hat uns auch sehr beeindruckt. Frau Pirrung, das sind aber nicht die einzigen Projekte an Ihrer Schule, richtig? Genau, also wir sind seit 2018 Fairtrade-Schule und behandeln das Thema Fairtrade regelmäßig im Unterricht. Und jetzt im letzten Schuljahr ganz besonders wichtig für uns war unser faires und nachhaltiges Schulfest. Und ja, in Vorbereitung des Schulfests haben wir uns ganz viel in ganz vielen Klassen auch mit dem fairen Handel beschäftigt und haben dann am Schulfest selbst alle Aktionen versucht mit fairen und regionalen Produkten zu gestalten. Das heißt, da wurden zum Beispiel faire Smoothies angeboten, alles an Essen und Getränken haben wir versucht aus dem fairen Handel zu beziehen, beziehungsweise regionale Produkte zu verwenden und wir machen regelmäßig auch im Dezember auch hier beim fairen Adventskalender mit und da haben wir zum Beispiel, hat die SV, unsere Schülervertretung, faire Nikoläuse angeboten, ähnlich wie die Rosenaktion, die eben beschrieben wurde, konnte man dann ja, seinem Lehrer, seinen Freunden auch so einen fairen Schoko-Nikolaus schenken mit entsprechender Grußkarte dazu. Und wir haben auch immer ein Seminarfach in der Klassenstufe 12 und 13, das sich abwechselnd mit dem fairen Handel oder auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und ja, viele engagierte Lehrer, die das in den einzelnen Klassenstufen machen. In Klassenstufe 9 beispielsweise hat eine Kollegin von mir einen fairen Einkaufsführer für die Stadt Neunkirchen erstellt, in Vorbereitung auch auf das Schulfest. Und einige Projekte konnten jetzt leider nicht stattfinden im zweiten Halbjahr. Wir wollten jetzt auch eine faire Bananentour machen mit unserem, wir haben einen gelben Schulbus, einen amerikanischen Schulbus und wollten eigentlich durch die Landkreise fahren und mit der Fairtrade-Initiative zum Thema Bananen was machen. Und wir haben auch eine engagierte Elternschaft und hatten geplant, mit der Fairtrade-Gruppe eine Zukunftswerkstatt Fairtrade stattfinden zu lassen. Und das haben wir jetzt auch in den Herbst verschoben und hoffen, dass das alles wie geplant dann irgendwie noch stattfinden kann im nächsten Schuljahr. Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, da waren auch noch mal jede Menge Ideen dabei für andere Schulen. Ne? Also nochmal vielen Dank auch also für das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft. Das ist ja bei Ihnen sehr breit angelegt dann und umfasst die ganze Schule. Und ja, ich würde mich freuen, auch mal Ihre Schule zu besuchen.
dann nächstes Schuljahr dann unter hoffentlich normalen Bedingungen dann. Gut, dann bitte ich Sie zu Ihrer Urkunde. Wir wechseln den Kreis und kommen zum Saar-Pfalz-Kreis. Und da möchte ich auch im Publikum begrüßen den Herrn, den Kreisabgeordneten, Herrn Hans-Jürgen Domberg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und wir beginnen unsere Reise im Saar-Pfalz-Kreis in St. Ingbert, und zwar am Leibniz-Gymnasium, die Klasse 5E. Und da müsste da sein Samuel Harding, das ist der UNESCO-Beauftragte der Schule. Schön, herzlich willkommen, Herr Harding. Herr Harding, wir haben gelesen, Sie haben viel mit dem wirklich auch sehr rührigen St. Ingbert der Weltladen zusammen gemacht. Was haben Sie denn da auf die Beine gestellt? Genau, wir haben das Thema in der Schule, also im Unterricht behandelt, in der Klassenleiterstunde mit der 5E. Und dann haben wir einen Besuch im Weltladen gemacht, damit die Schüler auch sehen können, wo sie vor Ort dann die faire Waren am besten kaufen können. Und dort haben sie auch, das werden Sie wahrscheinlich nie vergessen, Schokoladen-Nikoläuse geschenkt bekommen. Oh la la, ja. Ja. Und Sie haben aber auch Plätzchen gebacken, richtig? Bin ich richtig informiert? Dort haben wir natürlich nicht nur rumgeschaut mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gesprochen, sondern wir haben auch eingekauft und damit dann auch gebacken in unsere Schulmensa. Und da musste man auch weil Weltladen war ein wichtiger Partner, aber wir haben auch mit der Stadt, St. Ingbert ist zusammengearbeitet und wir haben auch mit unserer Caterer, Pirung Monsterlecke zusammengearbeitet. Ohne die wäre das auch alles nicht umzusetzen gewesen. Was machen Sie für eine Erfahrung, gerade so Catering und Ähnliches in der Schule? Kann man da mit fairem Handel punkten oder ist das noch ein weiter Weg? Also die Zusammenarbeit mit Pirung Monsterlecke funktioniert wunderbar. Also wir haben ja auch dauerhaft Fairtrade-Warenangebot und die Schüler mögen das sehr. Und vor allem die Popfins, die vielleicht manche kennen, sind da bei den Schülern sehr beliebt. Also ich bin da nicht in den Verhandlungen mit den Caterer involviert, aber wir haben vielleicht einfach Glück, dass da so viel möglich ist. Herr Benedicto, kennen Sie die Popkins? Dann müssen Sie dringend den Weltladen besuchen, weil wenn man die einmal probiert hat, wird man süchtig, können glaube ich viele bestätigen. Lässt man es besser, nein. Aber es gibt einen Ansatzpunkt, weil eben das Thema Catering aufkam und Schulessen, was ja auch nachhaltig sein soll, möglichst auch nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch zertifiziert. Und wir haben in der öffentlichen Verwaltung als Land natürlich einen Hebel. Und ich glaube, da müssen wir noch vorankommen. Das sind halt eben dann die Vergabebedingungen, wo man eben auch nicht nur nach dem Preis schauen sollte. Das ist ja, war immer das Kriterium. Aber es sollten auch Faktoren eben einbezogen werden, wie Nachhaltigkeit und fair gehandelte Produkte. Ich glaube, das sollten wir uns hier im Land auch nochmal anschauen. Das ist nochmal ein gutes Stichwort gewesen. Gut. Vielen herzlichen Dank. Regional, nachhaltig und dann auch noch fair. Ich glaube, da haben auch in der Wertschöpfungskette dann alle was davon. Also auch beim Schulessen. Genau. Vielen herzlichen Dank, Herr Harding. Weiterhin viel Spaß bei diesen Projekten. Und wir gehen weiter nach Kirkel-Limbach zu den Klassen 8a und 8b. Da ist der Herr Bär, der Projektlehrer, da. Und wir haben jetzt eben, den bitte ich schon mal nach vorne. Das ist der Herr Bär da. Genau. Und wir haben eben so über die typischen Produkte Bananen, Kaffee, Kakao gesprochen. Aber hier an der Schule geht es um ein Fairtrade-Produkt, an das man vielleicht zuerst mal gar nicht denkt. Und zwar um Computermäuse. Ich denke, Herr Bär, herzlich willkommen und wen begrüßen wir hier noch? Ja, der bei dem Projekt mitgemacht hat, der Marc, der uns auch das Produkt mal mitgebracht hat. Ja, wir haben uns halt überlegt, es gibt ja außer Nahrungsmitteln ja auch andere Produkte, die nicht fair sind. Beispielsweise eben so ein Elektrogerät auch und das Unternehmen Naga IT, die haben quasi so eine Maus entwickelt, die zu ganz großen Teilen aus fairen Bauteilen besteht. Und
Wir haben jetzt mit zwei Klassen eben diese Bausätze erworben und zusammengelötet und haben eben dort gezeigt, dass man auch andere Geräte, dass die eben auch fair sein sollten. Ne? Jetzt haben Sie auch die, wenn ich richtig informiert bin, die Mäuse an den Landrat übergeben. Ja. Auch mit dem Wunsch, dass sich das durchsetzt, weil auch gerade Landkreise kaufen ja auch viel ein an Produkten. Das, da merken Sie, da gibt es Bewegung, dass man dann auch ähnlich wie jetzt bei Jung Catering nachhaltig fair auch da in diese Richtung anfängt zu denken? Ja, also der Landrat hat uns da natürlich ganz toll unterstützt. Wir haben also Werbung gemacht auf dem Fairtrade-Markt in Homburg, haben dort auch schon welche verkaufen können und der Landrat hat uns da sehr, sehr gut unterstützt. Und ja, wir hoffen halt, wenn sowas auch bekannter wird. Die Mäuse gibt es auch bei den fairen Weltläden teilweise zu kaufen, dass sowas sich auch weiter verbreitet halt. Vielen herzlichen Dank für diese Inspiration, Herr Bär. Und an Marc, vielen Dank, dass du uns auch die Maus gezeigt hast. Und was ist dann, also ist das Recyclingmaterial dann, also der Kunststoff, oder was ist das Besondere dann? Posttonne dann. Nein. Ja, theoretisch, aber ja. Hält im besten Fall so lange, dass es gar nicht erst muss. Das wäre am besten, genau. Auch hier wieder Beschaffung ist das Thema. Auch das ist für mich ein gutes Beispiel, weil die öffentliche Hand, nicht nur die Landkreise, auch das Land selbst, Sie wissen ja, dass wir auch eine Ausstattungsoffensive für digitale Bildung jetzt auf den Weg bringen und da passt das ja wunderbar zusammen. Ja. Ich weiß nicht, ob es schon das faire Laptop gibt im großen Maßstab, aber das ist zumindest ein Zusatzteil, was man ja vielleicht auf dem Wege auch beschaffen könnte. Vielen Dank. Gut, vielen herzlichen Dank. Und dann bitte ich Sie zu Ihrer Urkunde, die glaube ich, ja, da hängt Kirke Limbach, wir haben sehr ordentlich aufgehangen. Wir wechseln nochmal und sind jetzt im Regionalverband Saarbrücken zu Gast und gehen zuerst nach Quierschied und zwar an die Gemeinschaftsschule. Frau Doris Groß bitte ich nach vorne, die betreut dort die Klassen 8.1 und 8.2. Und das Thema Bananen stand bei Ihnen ganz hoch auch auf der Tagesordnung. Was haben Sie für Projekte umgesetzt, Frau Groß? Nee, okay, dann steht es falsch bei mir. Fridays for Future Bewegung angeschlossen und haben jedes Mal, wenn Freitagsdemonstrationen waren, auch in der Schule, in den Pausen, also nicht während des Unterrichts, sondern in den Pausen, dann auch auf dem Schulhof so Art Mini-Demonstrationen gemacht. Und da ging es dann auch um Fair Trade, also die Klassen 8.2 und 8.1 wurden letztes Jahr schon Fair Trade-Klassen und es war uns da ein Anliegen, das so praktisch so miteinander zu verbinden. Und die Schüler haben dann, sind ins Gespräch gekommen mit der ganzen Schulgemeinschaft und dann haben sie auch noch Geld gesammelt für die Fairtrade-Initiative, weil eigentlich sollte am 16. März sollte das Hope Theater bei uns gastieren mit dem Theaterstück Fairtrade Play und ja, das war der Tag der Schulschließung. Und das ist ja eine ganz tolle Theatergruppe. Die Bildungsreferentin Frau Bindio hat uns die Verbindung da gebracht zu dem Hope Theater und das hat letztes Jahr schon bei uns gastiert mit dem Thema Wasser, also die, weil sie immer globale Themen halt ansprechen und dieses Jahr wäre es das Fair Trade Day gewesen. Und dann haben die Kinder auch Geld sammeln wollen für das Hope Theater, weil es ja dann auch extreme Verluste hatte. Und dann haben wir uns noch angeschlossen mit der ganzen Schulgemeinschaft und es ist dann eine schöne Summe zusammengekommen, dass diese Verluste etwas abgefedert hat. Ja. Das hat einen Applaus verdient, würde ich sagen, oder? Frau Groß, vielen herzlichen Dank. Und wie für alle Initiativen. Wir sind ja auch Kulturministerium, nicht nur Nachhaltigkeitsministerium. Ich kann Sie nur ermuntern, auch Anträge zu stellen. Wir
schauen dann auch, was wir jeweils auch unterstützen können, jetzt gerade auch wegen der Einschränkungen aus der Pandemie heraus, wo wir auch immer gesagt haben, Projekte, die schon gefördert worden sind, wo es Zusagen gab, die jetzt nicht stattfinden können, werden natürlich selbstverständlich weiter gefördert. Also gerne auch den kurzen Weg suchen, vielleicht über die Frau Frey, und wir schauen uns das dann auch jeweils an. Die Landesregierung hat ja gestern auch ein Vereinsförderprogramm beschlossen. Das betrifft vielleicht auch die eine oder andere Initiative aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Also gerne auch hier sich dann auch bei uns melden. Das ist doch ein Wort. Vielen Dank dafür. Wir gehen nach Riegelsberg gleich zweimal, an die Lindenschule und an die Grundschule Pflugscheid. Und Annabelle Sonntag ist da, die vertritt heute beide Schulen. Bitten wir mit einem Applaus nach vorne. In Riegelsberg an der Lindenschule war die Klasse 2 aktiv, an der Grundschule Pflugscheid die Klasse 3-1. Frau Sonntag, was waren denn so die Hauptprojekte, die bei Ihnen an der Schule liefen? Also ich bin von der Lindenschule, deswegen kann ich nur für die sprechen. Ich bin die Klassenlehrerin von der 2. Klasse und die Frau von Osterhausen hat bei uns ein Projekt mit Bananen durchgeführt, wo die Kinder eben was über fairen Handel gelernt haben. In Klasse 2 ist das natürlich sehr grundlegend. Also es war vielleicht für viele so die erste Berührung mit dem Siegel. Und hinterher haben die Kinder noch Bananenmilch gemacht. Also ich glaube, so im Projekt war es schon anspruchsvoll, da die Kinder zu fokussieren, weil es jetzt auch für viele nichts ist, was sie so direkt betrifft, haben die, glaube ich, das Gefühl. Aber im Nachhinein haben immer ganz viele zu mir dann gesagt, wenn sie in ihrer Brotdose eine Banane aus fairem Handel haben, haben sie mir die gezeigt und haben immer gesagt, guck mal, ich habe heute eine Banane aus fairem Handel dabei. Also ich glaube, das ist schon im Gedächtnis geblieben und ich glaube, beim Einkaufen achten die Kinder jetzt schon darauf, dass die Eltern faire Bananen kaufen. Genug, umso besser. Es gibt ja auch die faire Kitas mittlerweile, also da sind wir ganz früh auf dem Weg sozusagen. Vielen herzlichen Dank, Frau Sonntag. Jetzt weiß ich nicht genau, unsere nächste Station wäre das Warengymnasium Völklingen, die Klasse 5-2, ob wir da einen Vertreter da haben. Dann übergeben wir die Urkunde so. Da standen, also Sie hatten eben schon von den Mangolassis gesprochen, in Völklingen am Warengymnasium ging es um Mangos, um Schokokossis und auch einen Verkaufsstand beim Schulfest. Auch dafür in Abwesenheit einen Applaus, weil man muss dazu sagen, unsere Veranstaltung wird im Internet übertragen und vielleicht guckt auch der eine oder andere dazu zu. Wir sind live, wir haben hier super Technik, für die auch mal gerade einen Applaus, das Team rund um Justin und Herrn Groß, die dafür sorgen, dass letztendlich viele Schüler, die nicht da sein können, trotzdem ein bisschen was von der Veranstaltung vielleicht haben. Wir sind jetzt in der Landeshauptstadt Saarbrücken unterwegs, da begrüßen wir auch Diana Rode, die für die kommunale Entwicklungspolitik bei der Stadt Saarbrücken zuständig ist, und Liane Witte vom Vorstand Weltladen Saarbrücken. Vielleicht auch mal kurz aufstehen für einen Applaus. Frau Witte auch. Hallo Frau Witte, schön, dass Sie da sind. Und wir starten an der Arnulf-Schule in Saarbrücken. Da bitte ich die Frau Sander, das ist die Schulleitung, und Frau Prechtel nach vorne. Und da könnte ich wieder ganz viele Klassen aufzählen, aber ich glaube, es sind alle, bevor ich jetzt von 1.1 bis 4.3 durchzähle. Auch dort haben sich alle Klassen mit dem fairen Handel befasst. Herzlich willkommen erstmal. Und jetzt frage ich direkt, weil hier ist ein Wort, was ich im Zusammenhang mit fairem Handel noch nie gehört habe: Faschingsumzug. Was war da denn los? Immer das Thema Fairtrade mit einzubinden. Und an unserem Faschingsumzug haben wir natürlich nach dem Umzug noch ein schönes großes Fest gemacht. Ja, und dann hatten wir einfach einzelne Stationen, die sich dann auch nochmal mit dem Thema Nachhaltigkeit und Fairtrade befasst haben. Und da möchte ich nochmal kurz hervorheben, die Frau von Osterhausen, die hat nämlich da mit den Kindern so Fairtrade-Säcke besprüht mit fairer Farbe und fairen Rucksäcken. Und das war eine ganz, ganz tolle Aktion, die super gut bei den Kindern ankam und die auch so immer mal wieder so ein Icebreaker ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie gerade eben erwähnt, wenn die Kinder einkaufen gehen,
Sie sehen das Fairtrade-Logo, Sie können das wieder miteinander verknüpfen und dann wird dadurch auch tatsächlich mehr Fairtrade-Produkte eingekauft. Und das ist ganz, ganz toll zu sehen. Sehr schön. Und wie kam es, dass die ganze Schule aktiv ist? Bitte? Wie kam es, dass die ganze Schule bei Ihnen aktiv ist? Naja, unser Kollegium ist extrem motiviert, macht super gut mit. Also Frau Sander steht auch voll hinten dran und dadurch, dass wir uns dann gegenseitig motivieren und eben die Unterstützung von allen Beteiligten, von Herrn Weichert etc. Eben dann dadurch bekommen, macht das halt den Leuten Spaß. Wir hatten die Panflöten an einem Projekttag, das war super, wo dann aus alten Materialien eine Panflöte nochmal hergestellt wurde, wo die Kinder dann auch tatsächlich drauf gespielt haben. Also es sind einfach so Sachen, das macht auf der einen Seite super viel Spaß und auf der anderen Seite bringt es extrem viel. Vielleicht können wir die Panflöten nächstes Jahr mal hören bei der Auszeichnung, würde mich freuen. Ja, vielen herzlichen Dank. Kinder mit, ja. Genau, vielen herzlichen Dank. Dann bitte ich Sie auch zur Urkunde. Und wir gehen an die Marienschule Saarbrücken. Frau Niederweis bitte ich nach vorne, die Klasse 6F2. Hallo Frau Niederweis. Sie haben sich einerseits auch mit fairer Elektronik befasst, aber auch mit Zimtwaffeln. Was war denn so das wichtigste Projekt bei Ihnen? Ja, es fing alles an mit den Mäusen. Wir hatten einen Vortrag und einen kleinen Workshop dazu. Wir haben aber keine Mäuse gelötet. Also das macht mir Mut, dass wir das auch machen können und dass das auch vielleicht dann nicht nur für Sechserklassen, sondern auch für Mittelstufenklassen ein schönes Projekt ist. Ja, und daraus ergab sich ein Plakatwettbewerb, an dem Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben. Da haben wir einen Preis gemacht und dann kamen die Frau von Osterhausen und der Herr Weichert und haben uns diesen Preis überreicht und da gab es sogar auch noch einen Einkaufsgutschein im Dritte Weltladen und den haben wir dann verbunden mit einem Workshop, den Frau von Osterhausen bei uns gemacht hat und dann haben wir im Dritten Weltladen und bei Contigo haben wir eingekauft und auch die Läden so ein bisschen unter die Lupe genommen, was wir denn im Alltag brauchen und da kaufen könnten. Und dann kam die Idee, ja eigentlich müssen wir jetzt dieses Einkaufen ein bisschen umsetzen und der Saarländer isst ja zu Weihnachten Zimtwaffeln. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen Zimtwaffeln backen in der Schule, dann riecht es auch gut, weihnachtlich in der Adventszeit. Und dazu brauchen wir regionale Produkte und faire Produkte. Und vergleichen das dann mal mit dem, was die Preise im Discounter sind. Und dann sind sie losgezogen und haben dann halt verschiedene Discounter und eben auch in eine Weltladen geschaut, und wie die Preise sind und alles aufgelistet, was kostet. Und der Unterschied war dann am Ende, dass es so 1,50 Euro mehr ist, wenn wir die Zutaten für 500 Gramm Zimtwaffeln fair und regional einkaufen gegenüber dem, was im Discounter ist. Und das fanden sie also sehr überzeugend und dann haben wir die Zimtwaffeln gebacken und haben sie verkauft im Schulhaus und mit einem Stand im Bauchladen und haben dann uns auch noch mit dem Zimtanbau beschäftigt. Zimt- und Zuckeranbau, das ist auch wie mit vielen Gewürzen eben so, dass da sehr Raubbau im Regenwald getrieben wird damit und dass gerade fairer und ökologischer Anbau da ganz wichtig ist, so wie mit dem Kakao auch, nur dass halt die Massen nicht so groß sind. Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, dann haben wir Plakate gemalt, dass wir jetzt faire Botschafter sind, jeder hat so eine Absichtserklärung ausgefüllt, da haben wir jetzt so was im Klassenzimmer hängt, wo jeder draufgeschrieben hat, ich kaufe jetzt fair ein. Mal sehen, wie es weitergeht. Also das geht auf jeden Fall. Wir haben ja immer 5, 6, 7 in Klassleitung und das war jetzt eine 6er-Klasse. Machen wir das auch nächstes Jahr noch weiter. Klasse. Ja. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Motivation und viel Erfolg. Spaß gemacht. Wir gehen an die Gemeinschaftsschule Saarbrücken-Bellevue, dann zu dem Kurs Fair AG und Frau Simone Kuhlmann müsste da sein. Dann bitte ich zu uns. Hallo, Frau Kuhlmann. Kommt auch leichter mit dem Applaus. Sie haben einen Bestellservice mit Verkauf, richtig? Ja, also wir bestellen faire Ware, wir verkaufen faire Ware mit dem Fairmobil. Wir schauen uns verschiedene Projekte an und überlegen, wie wir diese Projekte fair machen. Das hat angefangen mit fairen Rosen, über faire Nikoläuse, die die SV immer verschenkt hat. Wir wollten auch faire Osterhasen machen, das ist leider an der Corona-Krise gescheitert.
Wir haben uns auch Rezepte angeschaut, die wir von zu Hause einfach mal mitgebracht haben. So die Lieblings-Brownies-Rezepte. Und haben überlegt, okay, wie kriegen wir diese Rezepte zu fairen Rezepten und haben die dann auch noch fair gestaltet, gebacken, verkauft und verköstigt. Klasse. Ja. Vielen herzlichen Dank. Was haben Sie geplant fürs nächste Schuljahr? Wie bitte? Was haben Sie geplant fürs nächste Schuljahr? Also ich habe das Glück, dass ich eine ganz tolle Schulklasse habe, die sich da wirklich auch freiwillig in der Mittagsfreizeit trifft. Und die kommen immer mit den Ideen. Und ich freue mich einfach, was als nächstes so auf uns zukommt. Alles klar, herzlichen Dank, Frau Kuhlmann. Dankeschön. So. Eine Handvoll haben wir noch. Wir gehen an die Willy-Graf-Realschule Saarbrücken. Die Klassen 5R3, 6R1, 6R3, 7R2, 7R3 und 9R3 und Frau Gesine Zahre, die, glaube ich, bei jeder Auszeichnung bislang hier dabei war, weil sie sehr, sehr engagiert ist in diesem Bereich. Besonderen Applaus für Frau Zahre. Es gibt guten Tag. Es gibt bei Ihnen sogar einen Morgenkreis zum Thema fairer Handel. Wie müssen wir uns das vorstellen? Entweder zum Briefing, dass wir über fairen Handel reden oder eine andere Klasse hinkommt zu den kleineren, jüngeren und darüber erzählt oder dass wir mal ein faires Frühstück ausrichten. Was stand in diesem Schuljahr noch bei Ihnen auf dem Programm? Nächstes Schuljahr. In diesem Schuljahr? In diesem Schuljahr, wir waren die 13. Tür des fairen Adventskalenders, des lebendigen fairen Adventskalenders und hatten großen Basar ausgerichtet zu Fairtrade und Nachhaltigkeit. Also der ist wirklich groß und bei uns, muss ich sagen, machen dann auch alle mit. Ich habe ein großes Team, ich mache das nicht alleine. Eigentlich jeder Kollege trägt das mit, die Schulleitung trägt das mit und auch in dem Basar war eigentlich jede Klasse dabei. Nur mit dem erneuten Briefing dieses Schuljahr ging das dann wegen der Schulschließung nicht mehr. Wir haben dann teilweise noch online ein Fairtrade-Briefing gemacht und dann noch einige Klassen mehr dazu bekommen zur Auszeichnung dieses Jahr. Bei dem Basar haben wir eigentlich die Dinge gemacht, die man jetzt so gehört hat. Es gab ein faires Kaffee, wir haben fair gehandelten Kuchen oder Kuchen mit fair gehandelten Zutaten gemacht, Fairtrade-Waffeln, fairen Kaffee, Punsch und so weiter. Und dann aber auch das Thema Nachhaltigkeit, also wie kann man Verpackungen vermeiden. Wir hatten auch unverpackt, den Laden unverpackt hatten wir Vertreter hier am Basar, dass die sich mal vorstellen und ihre Ideen und haben Bienenwachstücher gemacht, weil wir selbst Bienen an der Schule haben, eine Bienen-AG und konnten dann auch diese Tücher verkaufen. Klasse. Ja. Frau Zahre, ich sage einfach mal bis nächstes Jahr. Ich gehe fest davon aus, dass Sie wieder dabei sind. Dankeschön. Wir gehen jetzt an das TGB BZ 2 Saarbrücken. Die Klassen BKO 12, BKV 11 1. Herr Steinhausen ist da und hat, glaube ich, Verstärkung mitgebracht. Herr Steinhausen ist der Schulleiter der Schule und Sie haben eine ganz interessante Aktion. Sagen Sie erstmal, wen haben Sie uns denn mitgebracht? Ja, ich habe heute Frau Ludes mitgebracht, ist eine der Schülerinnen aus den Klassen, die Sie genannt haben. Ja, und Sie haben ein besonderes Projekt gemacht, Menschen in Not erhalten faire Weihnachtsplätzchen. Erzählen Sie uns mal, was haben Sie da gemacht? Ja, wir sind als berufliche Schule in der Ausbildung von verschiedenen Ausbildungsberufen, da gehören zum Beispiel die Konditoren dazu. Das heißt, wir haben eine Klasse mit Konditoren, die haben mit unserem Bäcker- und Konditormeister haben die eigene Rezepte für Plätzchen und Süßwaren zusammengestellt. Die haben dann die Konditoren auch gebacken. Parallel dazu haben unsere Bäckerei-Fachverkäuferinnen faire Verpackungen entwickelt und das designt, wie das im Laden aussehen könnte. Dann haben wir unsere höhere Berufsfachschule für Hotel- und Gaststättenwesen, in dem auch die Frau Ludes ist,
Wir haben dann Flyer dafür entwickelt, haben quasi das Marketing im Hintergrund gemacht, haben die Rezepte dann auch in einem entsprechenden Format so aufbereitet, dass wir es ins Internet gestellt haben und haben das Gebäck dann mit auch unseren Köchen zusammen in der Schule verteilt, aber auch, sagen wir, Menschen in Not verteilt. Das heißt, wir waren im Bruder-Konrad-Haus und im Elisabeth-Zilken-Haus und haben dort dann auch unsere selbstgebackenen und selbstgestalteten Plätzchen mit den Verpackungen entsprechend verteilt. Nicht verkauft, verteilt. Wunderbar, tolle Aktion. Ich denke, bei Ihnen ist die Möglichkeit auch sehr, sehr groß, das Thema fairer Handel direkt in die Berufe und damit vielleicht auch in den Handel zu bringen. Sehen Sie das als große Chance? Ja, also wir machen ja relativ viel in dem Bereich Nachhaltigkeit. Und das ist letztlich in all den Nahrungsberufen ist das auch ein immanentes Thema. Also das ist von unserer Seite sehr forciert, wie es letztlich dann wirklich in den Betrieben ankommt. Da hoffen wir drauf. Also man muss ja wirklich auch, um den Gedanken wirklich in die Breite zu tragen, auch eben ganz früh anfangen. Das zeigen alle Initiativen hier von der Grundschule eben über die weiterführenden Schulen und dann bis hin zu den berufsbildenden Schulen. Ich glaube, es hat halt immer was damit zu tun, dass man junge Menschen halt eben befähigt, auch die Zusammenhänge zu erkennen, zum mündigen Verbraucher, zur mündigen Verbraucherin zu werden. Und da leisten sie alle einen entscheidenden Beitrag zu. Auch nochmal ganz herzlichen Dank an Sie. Also, vielleicht ergänze das nicht nur zu mündigen Verbrauchern, bei uns sind es auch die Produzenten, also wir haben Landwirte bei uns im Hause, das heißt, die sensibilisieren wir natürlich dafür, die Bäckerei, Konditorei, Fleischerei und auch hin bis ins Restaurant und die Hotellerie dann. Also das, wir können dort an mehreren Stellen das Bewusstsein dann vielleicht ein bisschen bilden. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Es haben auch Klassen aus anderen Bundesländern bei der fairen Schulklasse mitgemacht. Ich möchte sie kurz nennen, weil vielleicht sind sie im Internet dabei. Wir sind in Baden-Württemberg im Bodenseekreis vertreten mit dem PBZ Kressborn im Schwarzwald-Baar-Kreis. Da gibt es eine schülerübergreifende AG vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium, einer Realschule, Robert-Gerwig-Schule und der Robertsberg-Schule St. Georgen in Berlin. Schauen uns vielleicht Leute zu, man weiß es nicht. Die Albert-Gutzmann-Schule in Berlin, in Hessen hat mitgemacht, die Friedrich-List-Schule. Und da gab es ganz viele unterschiedliche Aktionen auch mit Zusammenarbeit mit den Weltläden vor Ort. Ein Jugendgipfel hat im Schwarzwald-Baar-Kreis stattgefunden. In Berlin-Wedding ging es auch um das Produkt Tabak. Also die Bandbreite ist sehr groß bei fairen Produkten. Aber jetzt kommen wir zu etwas, was ich so ein bisschen als Höhepunkt vielleicht auch heute empfinde. Gerade vielleicht, weil Sie es auch schon in Ihrem Vorwort angekündigt haben, weil wir so eine schwere Zeit durchgemacht haben, auch was die deutsch-französische Freundschaft angeht. Deshalb freuen wir uns sehr, sehr und bitte mit einem besonderen Applaus Frau Guilain-Hies nach vorne zu bitten aus Metz vom Collège Taizan. Die 5e hat dort mitgemacht. Bonjour, schön, dass Sie da sind. Sie sind Deutschlehrerin, Opal Allemand? Ja, sehr gut. Sehr gut, das freut mich umso mehr, macht es mir natürlich sehr viel leichter. Ich habe erfahren, Sie haben in Ihrem Projekt ein Wort geprägt, consomme acteur. Mhm. Was ist das? Erklären Sie uns das mal. Also eigentlich werde ich die Urkunde meiner Kollegin Frau Martin überreichen. Die leitet da seit mehreren Jahren ein Projekt mit einer Metzger-fairer Händlerin. Und unsere Schüler der 7. Klassen werden zuerst im Unterricht aufgeklärt und dann treffen die Schüler diese Händlerin, die lernen dann die Produkte kennen. Und dann wird freiwilligen Schülern angeboten, ein faires Rezept zu erfinden. Und leider haben wir keine Küche in der Schule, aber die Schüler können dann zu Hause selbst Rezepte ausprobieren, um Brotaufstrich herzustellen. Und es wird bei uns in der Schule eine große Kursprobe organisiert und dann wird die beste Creme gewählt. Und manchmal hatten wir das Glück, dass deutsche Partner bei uns zu Besuch waren und die
die Creme. Und wir haben sogar einmal diese Creme nach Deutschland mitgebracht. Und das ist auch für uns wichtig, also gemeinsame Werte zu teilen mit unseren deutschen Partnern. Und meine Schüler in der bilingualen Zweig bearbeiten auch eine Werbekampagne, also in Deutsch. Sehr interessantes Projekt. Inwiefern spielt denn der faire Handel in Frankreich in den Schulen schon eine Rolle? Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wie das dort ist. In den Supermärkten findet man auch die Produkte, aber wie ist das? Ja, also die Franzosen sind nicht so weit gekommen. Wir versuchen also in mehreren Fächern das Thema zu behandeln. Bei uns in Metz, also im Collège Tesson, Biologieunterricht, Sprachunterricht und Geschichte und Erdkundeunterricht. Ja, und wir hoffen, dass die Kinder dann die Eltern beeinflussen können, ne, beim Einkaufen. Sie haben auch mit Plakaten und Flyern gearbeitet, haben wir erfahren, um die anderen Schüler zu informieren. Ja. Wird das aus der Klasse rausgetragen zu den anderen? Also normalerweise betrifft dieses Projekt die 7. Klasse bei uns, aber dann wird die Kampagne für alle Schüler in der Schule organisiert, auf Französisch. Und auf Französisch und Deutsch konnten auch die Kunden, also in diesem Geschäft, auch unsere Kampagne sehen und genießen. Herr Benedikt, was sagen Sie zu so viel deutsch-französischem Engagement? Ja, das ist sehr beeindruckend. Nochmal ein grand merci à vous et à votre collège pour cet engagement. Also ich bin ganz begeistert und würde mich freuen, wenn noch andere Schulen in Metz und in Lothringen auch mitmachen würden. Da könnten wir auch für nächste Runde nochmal einen Schwerpunkt legen. Weil das ist natürlich ein Thema für die ganze Welt und auch hier für unsere Region natürlich. Und da wir die Grenzen eigentlich nicht mehr haben und nicht mehr haben dürfen. Ja, das war frustrierend in dieser Corona-Zeit. Ja, und da wollen wir auch nicht mehr hin. Und ich glaube, deswegen müssen wir noch mehr auch kooperieren, zusammenarbeiten. Mhm. Also nochmal vielen Dank. Merci, merci bien. Nehmen Sie Grüße mit an Ihre Kollegin, die da sehr engagiert ist, und natürlich auch die Urkunde. Ich muss jetzt eine Frage stellen, einfach der Vollständigkeit halber. Haben wir hier im Raum jemanden vergessen? Ich kann sehr gut ausatmen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben noch ein paar Dankesworte. Erstmal an Sie, Herr Benedicu, dass Sie den Vormittag mit uns verbracht haben und sich so interessiert gezeigt haben an diesen Themen. Da sind wir sehr dankbar dafür. Wir sind an weiteren Personen hier im Bildungsministerium zum Dank verpflichtet, die Abteilung Soziokultur von Uschi Macher, und an dem Herrn Jung ein herzliches Dankeschön. Ein Dankeschön aber auch an das Ministerium allgemein für die Unterstützung, an die Landeshauptstadt Saarbrücken, an den Regionalverband. Diese Veranstaltung wurde auch möglich im Rahmen des Ein-Welt-Promotoren-Programms mit NES, gefördert von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Entwicklung. Und natürlich, und jetzt bitte ich die schon mal alle, sich hier nach vorne hinzustellen. Das waren nämlich die, die in die Schulen gegangen sind, die überhaupt diesen Funken gesät haben. Das Bildungsteam der Fairtrade-Initiative Saarbrücken, die so viel Zeit reingesteckt haben. Die Ingrid von Osterhausen, Winnie Mimbindo und natürlich den Peter Weichert. Und ich weiß, sie wird ein bisschen schimpfen, aber die Ingrid hat heute Geburtstag. Und deshalb wollen wir der Ingrid auch noch zum Geburtstag gratulieren. Also wir kennen alle Ingrid von Osterhausen. Ich wusste genau, ich kriege jetzt richtig Ärger. Aber wir bitten euch alle drei jetzt erstmal nach vorne. Und ich finde ja, weil wir deutsch-französisch sind, so ein kleines Joyeux Anniversaire müsste drin sein, oder? Wer stimmt denn mal an, ein kleines Joyeux Anniversaire für die Ingrid? Einen kleinen Geburtstagsgruß für die Ingrid. Singt jemand mit? Das weiß es jetzt eh schon jeder. Also du hast gar keinen. So, das musste sein. Dafür kriege ich Ärger.
So, und natürlich zum Schluss der Hinweis, auch im nächsten Jahr können sich Klasse und Kursen wieder um die Auszeichnungen bewerben. Wir hoffen, dass wir das dann auch wieder mit den Schülern richtig fett feiern können und richtig fröhlich. Ich fand, es war trotzdem eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir haben viele Informationen bekommen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Kommen. Wir haben eine Möglichkeit, draußen noch Fotos mit den Urkunden zu machen. Natürlich auch da müssen wir auf die Mindestabstände achten, aber auf der Treppe vor diesem schönen Gebäude. Wir haben eine Fotografin da, die das machen könnte. Ja, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben, von der Technik, von aller Seite. Und einen schönen Tag und vor allen Dingen schöne Ferien wünsche ich Ihnen. Danke. So. Ich darf mich auch nochmal ganz herzlich bedanken an das gesamte Team, die Gemeinschaft, die fairen Handel, Nachhaltigkeit vorantreibt. Und ich habe gerade von meinem geistigen Auge mir gedacht, dass das auch ein schöner Markt der Möglichkeiten hier auf dem Gelände des Pinguisson-Gebäudes wäre, wo wir dann auch den Mango Lassi, den fair gehandelten, die Schokolade auch wirklich dann verköstigen können. Und es ist ja auch immer eine Frage des Austauschs, ja, und so kommt man voran. Das ist jetzt dieses Jahr notgedrungen in etwas kleinerem Format dann passiert. Natürlich mit den Schülerinnen und Schülern, die das Projekt tragen, wäre das noch beeindruckender gewesen. So war es auch schon beeindruckend für mich. Ich habe ganz viel mitgenommen, auch an Anregungen einige Ideen auch schon, wie man eben den Gedanken, nicht nur den Gedanken, sondern auch die Ziele auch vorantreiben kann. Es geht um faire Beschaffung letztendlich. Die öffentliche Hand gibt ja auch nicht wenig Geld aus. Das sind Ansatzpunkte, wie man das auch strukturell wirklich auch verankern kann in unser wirtschaftliches Handeln als Staat, als Gesellschaft, als jedermann, jede Frau natürlich auch, weil wir sind alle Verbraucherinnen und Verbraucher und können durch unser Auswahlverhalten natürlich auch, es ist eben angeklungen, auch in dem sehr beeindruckenden kurzen Theaterstück, dass wir Marktmacht haben, ja, und mit unseren Entscheidungen auch dazu beitragen können, eben Wirtschaftsstrukturen, in dem Fall beim Kakao, Anbaustrukturen auch nachhaltig zu verändern. Das ist alles immer nur schrittweise möglich, aber wenn wir solidarisch sind in Europa und weltweit, kann man auch als Einzelne auch einiges bewegen. Und das sollte uns auch frohgemut stimmen, dass wir auch dann eben weiter vorankommen. Und es geht nie von heute auf morgen, aber es sind lange Prozesse und es ist aber schon vieles angestoßen worden und gerade unsere Jüngsten können auch nochmal auf ganz neuer Grundlage dann starten, weil sie dieses Wissen dank Ihnen auch für sich mitbekommen. Das ist jetzt nicht nur eine Schulstunde, wo man dann eben nach Lehrplan etwas lernt. Was hier ja auch deutlich wurde, ist eben, dass es viel um Projektarbeit geht, auch Dinge gemeinsam im Zusammenhang zu betrachten, in den unterschiedlichen Fächern auch, wenn man dann eben von Schokolade spricht, hat das eben eine Seite der Biologie, den Anbau betreffend. Es geht um Geografie, es geht um Geschichte, Kolonialismus, Befreiungsbewegung. Das kann man alles wunderbar in einen Zusammenhang bringen. Natürlich auch in den wirtschaftlich orientierten Fächern geht es natürlich auch darum, Weltwirtschaft zu begreifen, die Handelsströme, die Abhängigkeiten. Und wenn wir Rosen heute kaufen, billig im Supermarkt, das muss man sich auch mal vor Augen führen, kommen die häufig eben aus Kenia. Und jeder würde eigentlich sagen, eine Rose jetzt per Flugzeug zu transportieren, kann nicht nachhaltig sein. Aber es gibt, glaube ich, auch fair gehandelte Rosen, die dann aus den Weltregionen stammen. Aber da kenne ich mich nicht so aus, deswegen bewege ich mich jetzt nicht auf dünnes Eis. Aber nochmal ganz herzlichen Dank und machen Sie alle weiter so. So, ganz herzlichen Dank dir, Christine Pfeiffer, für die tolle Moderation. Und ich finde das eben nachhaltig, wenn man eben auch über längere Jahre einfach gemeinsam auch dieses Thema voranbringt. Und du bist schon so lange dabei. Danke einfach. Genauso möchte ich der Technik nochmal Danke sagen. Das sind nämlich der Justin, der vielleicht kann er mal aufstehen. Er ist ein ehemaliger Schüler, der eben vor einigen Jahren ein
Film über fairen Handel im Weltland Saarbrücken gedreht hat und auch Schüler fairer Klasse war und jetzt eben Mediengestaltung macht. Und der hat uns mit seinem Team jetzt heute die Veranstaltung live übertragen. Das ist aufgezeichnet worden. Wir werden Ihnen und euch die Links zuschicken. Da können Sie dann auch den Schülern nochmal auch im Nachhinein die Möglichkeit geben, diese Veranstaltung nochmal anzugucken. So, ich bedanke mich. So, die Fotografin steht zur Verfügung. Sie können eben auch im Landkreis oder auch in der Schule oder mit anderen Akteuren zusammen die Fotos machen. Einfach die Abstände einhalten. Herzlichen Dank. So, noch ganz kurz zum Schluss. Auch dir, lieber Peter, vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast dir eine wahnsinnige Mühe gemacht. Und ja, ich danke auch nochmal für das liebe Ständchen, weil ich war ganz überrascht. Deswegen kam das Danke etwas später. Okay, tschüss, danke.